Recht herzlich willkommen zur 78. Folge von Avorion. Ja, da ist der Asteroid, den wollen wir noch claimen. Das war unser Ziel aus der letzten Runde. Und bewegen wir uns da mal darauf zu. Die Frage, wann wir da irgendwo gegen ditchen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Mal in so ein Asteroidenfeld reinfliegen. Bom, bingo, wir haben es geschafft. Naja, kleine Macke. Wir können auch mal gerade reparieren. Letztens sind wir auch irgendwo gegen geflogen, oder? Und schon fertig, wenn überhaupt eine Macke dran ist, aber weiß ich nicht. Aber jetzt fliegen wir da erstmal hin. Und dann da lang, dort lang. Kein Sektor ausgewählt, ja klar, wir haben ja auch gerade Dingens gedrückt. Na, jetzt gehen wir langsam ran und ist alles gut. So, letzten Meter. So, da haben wir es. F gedrückt. Einnehmen. Haben wir überhaupt geguckt hier? Handelsposten, Waffenverband, Destille, Reisarm. Na, das wäre jetzt die Frage, ne? Was wir da machen, ne? Sieht es hier überhaupt aus? Da ist ein Casino. Und sonst ist hier nichts. Interessant, was haben die denn so im Wunschvorstellungen hier, das Casino? Was ist denn das? Wasser brauchen die, okay. Da müsste man nur eine Eisfarm haben dann, ne? Aber. Ja, was bringt's, ne? Das ist die Frage. Wir haben schon andere Stellen, wo es besser vielleicht ist oder so, ne? Aber komm, gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Ach so, das war wohl falsch, ne? Wir müssen erstmal hier den interagieren. Asteroid verkaufen, 139.000. Obwohl jetzt langsam Summen sind, die nicht mehr interessant sind, das zu verkaufen. Es geht einzig und allein dann eher um die Beziehung zu der Fraktion, ne? Aber wir machen das trotzdem hier noch. Weg ist er. So. Hier war ja jetzt nichts mehr. Das bedeutet, wir fliegen mal weg. Hier unten waren wir überall. Der Sprung geht danach da, dann nehmen wir den auch mit. Und gucken, was da im Sektor los ist. Wo das Sprungtor dann ist, ne? Dahin. Und auf geht's. Und. Achso, das war falsch. Hier wollte ich hin. Und hier ist nichts los, ne? Das hätte ich gerade auf dem anderen Sektor gesehen, ne? So. Jetzt ist die Frage, wo wir hin wollen. Hier hätte ich gesehen, dass wir nur hier alleine sind. Ja, eigentlich ist es interessant, hier die Verbindung herzubauen. Also sollten wir in das Nord-Ost-Tor fliegen. Was ist das? Was ist West-Tor? Südtor, alles klar. Das weiteste ist dann unseres, ne? Ist klar. Das ist das Nord-Nord-Ost-Tor. Gut, dann da mal hin. Ja, hier ist ja nur nichts in dem Sektor, da wollen wir da auch nichts machen. Nur eine Kreuzung, mehr nicht. Gehen wir in den nächsten Bereich gucken. Oh, Glück gehabt, dass wir nicht noch gegengeknallt sind. So, hier sieht es dann anders aus. Hier gibt's was. Okay. Drei Ausrufezeichen. Chemiefabrik. Was wollen die haben? Schwarzes Brett. Chemikalien, ist klar. Die Militärstation, die könnte vielleicht sogar Dingens haben, Antigrafeinheiten haben wollen. Aber da soll man nur Piraten für 300.000 vernichten. Ist jetzt nicht so interessant.
Und das war die Militärstation, ja. Chemikalienfabrik und dann haben wir noch hier Laserkopffabrik, sehr interessant. Und die möchten Aluminium, okay. Nicht sehr interessant, würde ich sagen. Was ist das da? Reparaturdock. Ja, nichts Lohnenwertes, ne? Lohnenswertes. So. Ost-Nord-Ost fliegen wir dann an, denke ich. Was könnte da sein, das Tor, oder? Ost-Nord-Ost. Da fliegen wir da mal hin. Ja. Da sind wir gleich schon da. Und gucken dann da rein. Gucken, was es dahinter gibt. Dann haben wir die Wegekreuzung auch, also die Verbindung hergestellt. Ja, hier ist was los, ne? Hier gibt es eine Eismine. Gucken wir doch mal in die Eismine, was die haben möchten. Wasser. Gut. Da ist es ein Asteroidendicker? Ne. Bleimine. 100 Säure, okay. Da ist auch nichts. Da hinten gibt es noch was, allerdings. Lass uns erstmal rauszoomen hier, auf der Strategiekarte gucken. Ach so, haben wir nicht aktiviert. Ja, das hätten wir vielleicht auch nochmal machen sollen, eben oder so, ne? Naja, dann halt nicht. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier. Wir wollen jetzt nichts bauen. Wir wollen jetzt das anklicken. Das war die Bleimine, glaube ich, ne, oder? Oh. Ne, die Eismine ist das, okay. Okay, wir sind ja auch nicht mehr auf der Karte, ne? Das war auch so klar. Mit klare Klößchenbrühe. Ja. Was haben wir denn jetzt hier geschafft? Huh? Irgendwo haben wir jetzt aus Versehen drauf gedrückt oder was? Weil eigentlich ist doch dieses Gitternetz hier. Wie habe ich denn jetzt das hingekriegt? Habe ich das Schiff ausgewählt habe? Nein. Jetzt bin ich jetzt in der Strategiekarte drin. Na, hat ja auch wieder gut geklappt. Eben war ich wahrscheinlich nur zu weit rausgezoomt. So, Eismine hatten wir. Und da hinten ist die Zinkmine. Die hatten wir noch nicht. Gucken wir uns die Zinkmine noch an. Und die will Zink. Alles klar. So, erledigt. So, das ist die Strategiekarte. Und wir haben die Eismine gehabt. Und hier ist die Zinkmine, ne? Genau. Und mehr war nicht. Wohl nicht. Die andere ist schon bedient worden oder was, dass das Ausrufezeichen weg ist. Alles gut. Ja, dann müssen wir hier mal reinzoomen, damit wir wieder da sind. Und dann müssen wir überlegen, wo wir hin wollen. Es gibt die zwei Wege. Ich glaube, andere grüne Blips, ne? Ich würde jetzt mal diesen hier favorisieren und einfach da mal hinfliegen und gucken, was da ist. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, das Blaue, nicht das Lila, ne? Auch interessant, ne? Wir fliegen Richtung Tor. Tschüss. Sind wir drin. Okay.
Dahin, auszoomen, gucken. Nur ein Handelsposten, wenn nicht. Gibt's hier noch ein Dingens? Ja, das kann es ja hier nicht geben dann, ne? Asteroiden könnte man noch entdecken vielleicht. Aber dafür müssten wir mal da wieder reinzoomen, dann die Strategiekarte nehmen, dort rauszoomen. Und gucken, ob wir da was entdecken können. Ist das einer? Nö. Auch nicht. Nee, kann man nur die Strategiekarte so in Pfeilrichtung bewegen. Ist das mit E oder sowas? Nein. Gut, das war's dann. Dann haben wir das auch gesehen. Strategiekarte raus. Auf dem Map. Also das hat uns nicht viel gebracht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier irgendwo hin. Das ist der nächste, der da ist. Und dann klicken wir den mal an. Springen da ein. Hier wäre natürlich gewesen mit Verbindung zu dem, ne? Naja, kann nicht alles haben, ne? Und sprungreif. Ja, das sieht aus wie auf Homeworld, so ein Schiff, ne? So. Das. Ja, den kann ich aber nicht claimen, ne? Oder wie war das? Können das ja mal checken, aber ich glaube, die gingen ja nicht, ne? Dem können wir nicht interagieren. Also 100% wissen wir das natürlich nicht, ne? Aber wir sind schon dran, ne? Und da geht nichts. Gut. Ja. Mal aus den Haufen hier wieder raus. Ist da was zum Claim? Ich glaube nicht. Einmal hier raus. Hier ist auch sonst nicht groß was, ne? Toter Sektor. So, da müssten wir mal gerade den Dingens wechseln hier, die Platine, ne? Dann können wir das auch ausprobieren. Wertvolles Objekt gefunden. Wo wird das angezeigt? Das ist die Frage, ne? Irgendwo ist hier ein wertvolles Objekt. Noch einen weiteren Sternhaufen? Nein, ne? Nur diesen einen. Jetzt wüsste ich gerne, wo der ist. Weil das ist das nächste. Versicherung, Drohne aufsteigen. Ne, brauchen wir alles nicht. Raus aus der taktischen Karte, rein in dieses Ding. Das ist ein schwerer Bergbauchef. Jetzt ist die Frage, wo dieses wertvolle Objekt ist, ne? Wenn man das wüsste, ne? Aber dafür ist wahrscheinlich mein Scanner C63 oder 43, weiß ich, aber das war nicht gut genug, dass der das anzeigt, ne? Der sagt nur, es gibt hier was, aber wo, musst du selber suchen. Hier sieht's nach nichts aus, ne? Dann können wir ein Stück weiter fliegen, weil manchmal ist das ja hinter irgendeinem Asteroiden versteckt dann. Aber hier war es nicht.
So, und dann hast du da noch Tausende. Und ob du da was findest. Ist dann schwierig zu sehen. Irgendwo hat hier einer seine Truhe liegen, oder? Und die Frage, wo? Wertvolles Objekt. Wo könnte hier ein wertvolles Objekt sein? Kann natürlich überall sein, ne? Ich sehe es jetzt nicht wirklich. Aber da ist noch weit, ne? Da ist noch weit der Weg. Bis da hinten hin fliegen wir mal da weiter. Vielleicht finden wir es da hinten, ja. Das wertvolle Objekt. Sucher gestaltet sich dann immer schwierig, ne? Das kann auch überall sein, ne? Das ist ja auch so ein Problem dann, ne? Ist das? Ist der damit gemeint? Auf jeden Fall ist da einer, ne? Selbst wenn wir nichts anderes finden außer den, dann hat sich das ja doch schon gelohnt. Mayday, Mayday, ja. Das könnte auch eine Falle sein, oder wie war das? Vielleicht ist das das wertvolle Objekt, ich weiß nicht. Einnehmen. Interagieren. Asteroid verkaufen. Und verkaufen wir auch. So. Jetzt nochmal das aussuchen. Jetzt bauen wir das aus. Dann bauen wir das ein. Und er sagt wieder wertvolles Objekt gefunden. Aber ich weiß nicht, wo ich das nachgucken kann, wo es ist. Eigentlich auf der taktischen Karte, oder? Schwierig. Tja. Da unten ist ja auch so ein Haufen, ne? Nee, das funktioniert alles nicht.
Hier ist es auch nicht, oder? So, das sah jetzt aus wie eine Antriebsdüse, ne? Sehr interessant. Hier ist auch nichts. Ja, da unten sind auch noch Haufen, ne? Aber da wird es ja ewig dauern, bis ich da hinkomme. Gescrollt. Ich bin jetzt da, hab den gerade verkauft. Ja, das ist halt so, ne? Das funktioniert jetzt nicht mit dem Suchen hier. Ja, das wertvolle Objekt wird wohl hier bleiben. Naja, lassen wir es da erstmal so sein, ne? Hier geht nichts. Frachter, Bergbauschiff, Asteroid, noch ein Asteroid. Kann man noch nicht mehr anklicken, die Schiffe hier, oder wie? Schweres Bergbauschiff. Was ist das? Das ist der Kaufmann. Gut. Lassen wir's. Gut, dann ist die Überlegung, wo die Reise weiterhin geht. Ja, da gibt es dann noch ein paar Punkte. Ich würde jetzt mal den da anfliegen wollen. Strikt nach Norden. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.